Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy Stand Alone. zu zweit. Ja, die Vorfolge habe ich komplett vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Also wir haben jetzt hier nochmal gelootet, so eine kleine Militärbase. Wir waren nochmal auf dem Dach drauf, was wir geil fanden, aber jetzt nicht unbedingt, oh mein Gott, bauen wollen. Ja, schade. Ja, ist doof gelaufen. Habt ihr nicht zu viel verpasst? Wir Die sind nur fast Reh. dreimal Strom. Ja. Die Reh-Folge habe ich ja drinne. Im Kassen. Oder halt auf der SSD, je nachdem, wie man sieht. Ah, hast du die SSD bestellt? Nee. Nee, stimmt. Scheibenkleister. Stimmt, das war ja nur in dem Angebotsscheiß, ne? Ja, diesen Prime Day oder wie das Oh, heißt. fuck, das sei total. Stopp! Ja, das ist nicht so gut. Das ist echt doof gewesen. Naja. Zwei, drei. Gut, im nächsten Dorf fahren wir rechts hoch, dann sind wir in der großen Stadt. Naja. Gut. Aber wie gesagt, in der Vorfolge sind wir eigentlich nur ein bisschen gefahren. Aber ich weiß gar nicht, was wir genau gemacht haben. Ich weiß gar nicht, was ich da gestartet habe. Ich glaube, wir sind immer vom anderen Dorf losgefahren, ne? Ja. Ja, gut. Ja, dann haben wir halt die drei Fässer geholt und noch ein bisschen rumgeguckt, wenn nicht. Stimmt. Und das Militär. Aha! Nochmal gelootet. Ah, doch klar, ich habe mich komplett umgezogen. Oh. Oh, deine Stiefel und Ja. die Hose komplett. Alles. Nee, alles. Komplett alles. Aha. Ja, gut, ist egal. Ist seine Schuld und fertig. Nicht schlecht. Finde ich gut, aber auch nicht Nicht. gut. Oh. Wie dein Licht da hinten So. an- und ausgehen. Oh, Wölfe! Einfach umgesiebt. Okay. Ah, zu Auto! Oh mein Gott! Nicht schlecht. Der will verarschen. Da ist noch einer im Haus. Der kommt nicht raus. Ja. Pass auf, die können dich angreifen, Manu. Ach, hast du ihn schon? Ja. Ich knall dann noch. Willst du auch mitgucken? Ja. Das ist ja irgendwie so ein halbes Schwein, ey. Ach Da ist so. ein Schwein auf dem Dach! Schwein auf dem Dach und Wolf Ah. im Haus! Wow. Ich sehe es. Alter. Oh, wie Aber heißt heavy. das Märchen? Oh. Die Bremer Stadtmusikanten? Nein, mit diesen drei Schweinchen und dem Wolf oder sowas. Ah! Ja, genau. Haha, das ist ein geiles Titelbild, ey. Ja, das ist wirklich. Das muss halt nur irgendwie hinkriegen, dass der Wolf mit drauf ist, ne? Kurzzeitig. Ja, ich hoffe, das habe ich jetzt hingekriegt. So, wenn, dann seht ihr es sowieso im Titelbild. So, ja, Wolf gehen. mach mal die Tür auf. Eigentlich will ich jetzt so probieren, den Kopf abzuschießen, aber da rausguckt. Nein, geht Ah, nicht. der ist schon mir old. Oh! Doch, geht. Ich passe jetzt mal. Pass Wie mal gerade, Schuss ich braucht mach das mal. Drecksvieh? Das Schwein? Ja. Ey, da sind Zombies, ne? Glaube ich. Zu dir. Ich bin da. Oh mein Gott! Der hinter dir ist weg. Da ist das Schnellschuss manchmal ganz schön geil. Ja. Hab
Hat zwar nur 10 Schuss, aber naja, hat er ja Gott sei Dank gerade gereicht für die Viecher. Oh, und eine Batterie gab, geil. So, darf ich jetzt mal... Wolfspelt ist makellos. Oh, geil. Perfekt geschossen. Das müssen wir auch endlich mal, dieses Gerben und sowas müssen wir auch noch machen. Ja, unbedingt. Ich versuche das gerade mal mit zu... Oh, ja. Na gut, dann nimm du das mit, dann heute schon mal das nächste Vieh. Wird mein Messer bestimmt nachher wieder ein Arsch sein. Ekelhaft. Aber ja. Ja, das Fleisch nehme ich nicht mit. Vielleicht haben wir Glück und wir finden hier in der Stadt nochmal ein Fass, was wir erstmal hinstellen können. Oder wir lassen das Blaue hier, das eine. Ja, stimmt eigentlich. Blaue haben wir nämlich oft genug, ne? Ich kann jetzt so nichts aufheben, Alter. Was soll das? Warum muss ich das alles reinziehen? Es liegt an dir. Eins ging jetzt. Warum ging jetzt nur das eine Stück Fleisch? Es liegt an dir. So. Du hast gesagt, dass mein voll geknallt hat, Sache. Eigentlich kann ich die Musi auch wegschmeißen. Ja, die haben ja die ganzen Häuser hier umgeändert, ne? Hm. Ich achte da gar nicht mehr so drauf, ne? Oh. Also bei manchen Häusern, wie jetzt zum Beispiel bei dem, darum habe ich drauf reagiert, sieht man es halt noch. Aber bei den meisten, da denkst du ja so, ja gut, ist jetzt halt auch so. Anders. Ich finde es ein bisschen schade, dass die nicht viele Häuser komplett anders gemacht haben und nicht trotzdem immer noch dieselben Häuser alle. Die sollen da mal einen Designer irgendwie... Boah, hast du dein Mikrofon gegessen? Nee, ich hab mal kurz einen Nacken gestreckt. Alter Schwede, aber wie? Mhm. Der soll jetzt ausgekugelt, oder nicht? Jetzt war das jetzt, was er knackt hat. Alter. Nein, die sollen wir auch einen Designer ranpacken, der das mal macht. Eigentlich schon. Was heißt Designer? Ist das ein Designer? Nee. Naja, klar, wenn er es gestaltet. Das Fell hast du mitgenommen, ja? Warte mal. Wo ist der Wolf? Ach, jetzt echt? Ja, im Haus. Alter! Ich sehe ihn leider nicht durchs Fenster. Ich stehe auf einer Mauer drauf. Oh, fuck, ey. Der klingt auch gerade nicht sehr erfreut. Hat dich mitgekriegt. Bist du dran? Der will mir einen Bausparvertrag andrehen. Kenny. Das ist alles Lügen, sind das. Aber das Fell hast du jetzt mitgenommen, das makellose, ja? Ja. Hä, wo ist der? Hä? Ist der da oben drinne? Im zweiten Stockwerk? Schlecht. Ha. Beängstigend, wenn du davor stehst, hörst einen Zombie und einen Wolf. Rotkäppchen und Wolf. Golf. Ich baue dir mal eine neue Tür ein.
Oh fuck. Bist du denn? Bei deinem Auto. Komm mal nach hinten. Ich hab dir mal eine Nagelneute hier eingebaut. So. In die Richtung, wo wir herkamen mit den Autos? Nee, ja genau da. Geradeaus. Siehst du mich nicht? Ja. Hab ich mich unsichtbar gepupst? Hier ist ein Wolf. Wenn du hier so nebenstehst, denkst du ja auch so, what the fuck, wo ist der? Der wird oben sein. No. Aber es gibt keinen oben bei den Häusern. Mhm. Wollen wir mal rein? Können wir machen. So. Nimm lieber Pistole, wenn du hast. Hab ich. Oh Gott! Oh. Echt jetzt? Ja, da war an der Treppe, der gebuggt. Wie jetzt? Lad weiter nach. Ich wollte schon sagen. Ich habe vorhin die ganze Zeit überlegt, gehe ich rein? Aber alleine weiß ich nicht. Wollte ich nicht unbedingt. Der ist auf jeden Fall auf mich zugelaufen, aber ist halt auf einer Stelle hängen geblieben. Warum hast du dann geschossen? Falls er auf einmal losläuft. Ganz plötzlich. Ja, ganz plötzlich läuft er einfach los. Ach so, das ist gefährlich. Das finde ich auch. Ganz plötzlich. Ich habe so viel Fleisch dabei. Eigentlich müsste ich wieder zum Dach. Ganz plötzlich? Ja, ganz plötzlich. Schnauze. Dann gehe ich nochmal kurz zur Kirche. Und noch hier rumeiern. Schalalala. Ah, hier ist mein Haus. Wo wir unten am Strand gebaut haben. Okay, nicht schlecht. Wenn die Kirche leer wäre, wäre das auch so eine geile Butze, ja? Die diese blöden Bänke nicht wären. Ja. Hinten diese komische Zwischenwand, die ist auch total unnötig. Aber die Bänke einfach weg, das wäre so nice. Was das für eine krasse Arbeit sein müsste, wenn man wirklich jedes Haus extra machen muss. Macht, ja. Ne? Oh Mann. Das dauert. Alter Schwede. Ich sag mal so, wenn da halt sich einer oder von mir ist auch zwei Personen dran setzen, dann pro Haus braucht man da bestimmt schon seine 15 bis 20 Minuten. Also recht kleines Haus. Meinst du so wenig, ja? Ja gut, einfach nur reinstellen, denn, ne? Ja, das muss aber noch irgendwie. Ich weiß ja nicht. So. Auch passen, so, ja. Nee, halt so ins Spiel so. Implementiert werden? Ich wollte ich erst sagen, aber ich wusste nicht genau, ob es richtig war. Aber ich weiß gut, es ja, selber genau. Nicht, aber ich glaube ja. Implementiert. Implementiert. Das Design wird wahrscheinlich nicht so schwer sein. Aber halt, dass es wirklich im Spiel auch ja, so ist. Ja, wieso das Haus, was du modelliert hast, das fügst ja ein, das alte löscht du so gesehen und das neue ist dann halt da, wo das dann stand. Mhm. Das Problem ist, wenn du das zu dolle zubaust, kannst du auch nichts wieder reinbauen, wie zum Beispiel Zelt und sowas. Ja. Das heißt, wenn jetzt ein Update kommt für uns beide hier,
Und die manche Häuser haben wirklich mehr drin. Und unsere Zelte, die spawnen, deswegen sind wir ganz schön arm. Ah. Stell dir mal vor, auf einmal haben wir irgendwie Springböcke, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, hier, wo man drüber springt, in der Schule da. Alter Schwede! Das wäre richtig hart. Das wär für mich wirklich ein Grund, die neue Karte zu nehmen. Wenn alles weg wäre? Natürlich. Ich fang schon mal an. Einfach rausschmeißen. Einfach anzünden, ein paar Mullis drin schmeißen. Oder am besten irgendwelche Granaten da drin rumschmeißen. Zelte sollen angeblich nur ruiniert werden. Die können aber nie komplett kaputt gehen, hat jemand mal geschrieben. Das ist natürlich geil. Kann ich mir aber überhaupt nicht vorstellen. Ich habe auch ein Video gesehen, da ist jemand mit einem LKW gegen so ein Zelt gefahren. Das Zelt ist einfach nur despawned. Ich könnte es mir vielleicht vorstellen, dass es so ist, dass wenn es ruiniert ist, dass du nur noch Zeug rausnehmen kannst, anstatt reinzupacken. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ich muss was essen! Warum bin ich denn rot? Ich esse doch genug eigentlich. Wie in Real Life? Nein. In Real Life esse ich zu viel. Oh Leute, du stehst da schon? Wartest du schon, oder? Ja. Sag doch was! Ah! Boah! Hat das Spiegel geguckt, habt ihr gehört? Hey, Zombie, hab ich gar nicht... Hä? Ich komm rein, ich erschreck mich übelst und der Zombie steht da immer noch weiter rum. Und denkt sich so... War das jetzt wegen mir? Nee, weil eigentlich hätte ich... Wollte ich sagen, dass, jetzt, dass das jetzt die letzte Folge ist. Ja gut, 3 Minuten noch. Ja. Nee, ist okay. Guck ich da hinten nochmal rum. Fahren wir an sich nur aus dem Dorf raus, wa? Oder so, ja. Hallo. Hallo. Müssen wir wirklich bald zurück, weil ich habe eigentlich auch keinen Platz mehr. Nee, ich habe auch keinen Platz mehr. So, wir sind jetzt bei 1600. Und 3900. Wieso stehe ich so? In der Hunde. Von wo sind wir gekommen? Von hinter mir. Wir sind dann irgendwann von da hinten rechts hier auf die Straße und dann kamen uns die Hunde entgegen. Hab ich jetzt drauf geachtet? Wie spät haben wir es? Oh, ist ja schon 21 Uhr. Mhm. Sandmännchen ist schon seit 21 Uhr. Ich wollte sagen, ich gucke immer eine Stunde später, also. Ich weiß gar nicht, wann das kommt. 8 Uhr eigentlich. Echt? So spät? Ich glaube ja. Ich hatte immer so 7 oder halb 8. Oder 7 Uhr? Oder halb. War das nicht sogar halb? Das war doch vorm Abend. Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, das war eine gerade Uhrzeit. So, hinter einem kleinen Wäldchen mal kurz stoppen, ne? Ich muss mal kurz gucken, ob wir auch wirklich richtig fahren. Okay. Theoretisch müssen wir dann hier hochfahren jetzt gerade. 15, 4. Müssen wir jetzt hier stehen. Pelz einfach an mir vorbei, der Kick. 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 Nee, passt mir ja auch ganz gut. Ich habe Laura drüber gesprochen, ich schlafe mal wirklich im Wohnwagen. Die 3 Tage jetzt. Ab morgen. Hm. Echt, ja? Ja. Aber draußen halt, so dass wir es richtig testen können mit Solar. Bleib rechts. Spielback drum, wir bangen gegeneinander. Alter. Tot. Da will ich auch schwer ausrasten, ey. Stopp. Wir loggen uns nicht im Dorf aus, sondern hier.
Oder in der Stadt. Ja. Gut. Ehe ich das morgen vergesse. Oder halt das. Die Tage, wenn wir wieder spielen. Ach, ist natürlich schade, dass jetzt eine Aufnahme weg ist, ne? Ja. Oh, was ist ein Punkt 357er Munition? Ah, fürs Revolver. Ja, damit. Aber hier, warte mal. Da? Ja, okay. Warte, du, hattest du nicht? Warte, ich hab noch. 54539. Brauchst du die? Ne, 556 brauche ich. Ah, 556. Und nochmal 45er ACP? Ja, leg hin. Ach, und nur ingepackt. So ein Schnitzel, ey. Hast du eine Dose öffnet jetzt mit Absicht weggeschmissen? Ja, ja, die kann zu, Harpe. Okay. Kommt mit aufs Dach. Gut. Gut, ich packe hier nochmal kurz. Kannst du ja hier bei mir mal kurz gucken, ob du von dir Munition hier noch stacken kannst, die du nicht brauchst. Dass du die jetzt nicht unbedingt im Inventory hast. Nein. Nein. Warte mal, ist das meine? Was hatte ich nochmal? Graue. Ey. Oh, shit. Ich muss auch mal dringend Essen finden. Ist dein Auto voll? Ja, das ist ja auch schon. Ich könnte hier noch ein Dings geben. Ich habe noch zweimal Steak mit halt gebratenes. Stimmt. Oh, die sind alle roh. Das habe ich eigentlich in meiner Box drin als Notreserve. Gar nichts mehr. Ich werde das in die Hand nehmen, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Nee, behalt ruhig. So, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt da noch oben, schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.